herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir dürfen euch herzlich dazu einladen, dass ihr es euch ein bisschen gemütlich macht, euer flauschigstes Leiberl anzieht oder ein Pullover, eine kleine Haube, das knisternde Lagerfeuer, wenn ihr einen Schwedenofen habt, anmacht, sonst bitte kein Lagerfeuer im Wohnzimmer, das ist nicht gut, liebe Kinder, lasst euch das sagen, das kommt gar nicht gut an bei den Eltern. Sprichst du aus persönlicher Erfahrung? Na, auf alle Fälle. Ho, ho, ho. Fröhliche Weihnachten an alle da draußen. Und Weihnachten soll ja bekanntlich eine besinnliche Zeit sein, eine Zeit der Ruhe. Aber wie wir alle wissen, ist die Weihnachten oft einer der stressigsten Zeiten im Jahr, weil es ganz viele Weihnachtsfeiern gibt und man da selbst immer durch die Räder kommt und oftmals eigentlich weniger gestärkt aus der besinnlichen Zeit herausgeht, als man eigentlich gern hätte. Und deswegen setzen wir vom Laufenden Decken Podcast schon seit längerem auf AG1 von Athletic Greens. Das ist einfach der Vitamin- und Nährstoffkick, den ich brauche in der Früh, um einfach optimal in den Tag zu starten. Damit ist auch die mehr oder weniger besinnliche Zeit auch eine, die ich mit voller Energie durchleben kann und einfach genießen kann und die Zeit auch mit meiner Familie verbringen kann. AG1 unterstützt mich bei meiner täglichen Nährstoffversorgung und ist praktisch und einfach. Es besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, lebenden Kulturen und weitere Inhaltsstoffen, die, und das ist ganz wichtig, aus echten Lebensmitteln sind. Also kein chemischer Zeug, das irgendwie rein gepanscht ist. Es sind echte Lebensmittel, die leicht absorbierbar sind und wir uns dabei helfen, Weihnachten optimal genießen zu können. Wenn du dir denkst, das will ich auch, dann kannst du dich jetzt auf athleticgreens.com/laufendendecken informieren. AG1 60 Tage lang, also komplett risikofrei testen und somit deine Nährstoffversorgung unterstützen. Exklusiv für alle Zuhörer des Laufenden Decken Podcasts gibt es zusätzlich den Jahresvorrat Vitamin D3 plus K2 plus 5 praktische Travel Packs für unterwegs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Also jetzt gehen auf athleticgreens.com/laufendendecken. Macht es euch gemütlich. Wie ihr gehört habt, ist heute auch der andere wieder da. Servus, der eine. Servus. Und wir möchten es euch heute ein bisschen schön machen zum Jahresausklang, also zum frohen Fest. Wobei, jede Folge mit uns ist, glaube ich, ein frohes Fest. Das heißt, ihr habt dieses Jahr eigentlich so 25 frohe Feste gehabt und das ist das fröhlichste Fest von allen. Na, eigentlich viel, viel mehr frohe Feste mit uns. Aber jede Woche rausbracht. Jede Woche, ja. Das ist auch eines der Errungenschaften dieses Jahres. Also auf der einen Seite war Krieg, auf der anderen Seite waren halt wir doppelt so oft in euren Ohren. Also 2022 hat jetzt auch ganz gute Seiten gehabt. Das ist vom Karma her quasi ausgeglichen. Genau, ja. So gesehen. Gefährliche Aussage. Ich sehe schon den Shitstorm auf uns zukommen. Tja. Da kann man jetzt nichts machen. Vielleicht gibt es ja eine Weihnachtsamnestie, wie der Flo schon gesagt hat. Shitstorm, das heißt, damit ihr da mitmachen könnt und mit shitten oder stormen könnt, das heißt, bestenfalls Welle für uns machen und nicht gegen uns, kommt doch zu uns auf Instagram, TikTok, Facebook, auf unserer Webseite, folgt unserem RSS-Feed und auf Spotify. Dort gibt es auch tolle Sterne zum Bewerten. Allerdings nur, wenn es das auf der Mobile-App macht, weil diese Sternwertungsgeschichte gibt es am Desktop nicht, weil offenbar ist da das Interface zu komplex für Spotify, keine Ahnung. Und auf iTunes könnt ihr auch Reviews schreiben, über die freuen wir uns auch. Wir freuen uns aber über jedes Feedback, weil dann wissen wir, dass wir Dinge für Menschen machen und nicht Dinge für Zahlen. Und das ist immer sehr, sehr suspekt, wenn man dann, oder sehr im positivsten Sinne, wenn man dann das Gesicht hinter den Zahlen sieht. Richtig. Oder liest. Wir nehmen aber auch gerne Zahlen von Gesichtern. Das heißt, ihr könnt uns auf Patreon und Steady Geld zustecken. Also so gesehen, Zahlen und Gesichter in einem. That's the best. Also, das ist die beste Kombination, die diesen Podcast zu bieten hat. Richtig. Und bevor wir mit dem mit unserem Hauptthema des heutigen Tages uns gegenseitig Honig ums Maul schmieren
beginnen, möchten wir noch jemand anderem Honig ums Maul schmieren und dabei euch allen ein bisschen Spaß und Freude unter den Baum, in den Wald, auf den Berg, wo auch immer ihr seid, bringen. Zumindest ins Jahresende. Weil wir haben den lieben Egon Theiner kennengelernt und der hat uns Blätterwerk zur Verfügung gestellt. Bücher. Der hat nämlich einen Verlag. Wer ist denn der Egon Theiner? Ja, der Egon Theiner ist selber Ultraläufer und Autor und war bei der diesjährigen Trail WM dabei und ist auch für, mitverantwortlich dann für die nächste Trail WM in Innsbruck und außerdem lässiger Typ und er verlegt Bücher, also das schlaue Zeug, jetzt da weniger so Rosamunde Pilcher, hoffe ich, aber zumindest hätte ich es noch nicht gesehen, sondern Ich scroll gerade über seine auf seiner Verlagsseite über die Bücher drüber. Ich habe jetzt keine Rosamunde Pilcher gefunden. Ich kann dich beruhigen. Ich habe Barbara Schett gefunden. Das Buch haben wir allerdings nicht. Schade. Ja, für alle, die Barbara Schett nicht kennen, wahrscheinlich deutsche Menschen eher als österreichische, Tennisspielerin, ehemalige. Aber er hat da Dinge wie Trail and Error, also ja, Trail and Error, dann Durchhalten, das ist von ihm selber. Was er da als Medienmanager und Olympiagastarbeiter erlebt hat. Was ich auch noch gefunden habe, war von der Ketra Corbett. Die haben ja sogar, haben wir das dieses Buch nicht sogar erwähnt? Nur zu Deutsch, ich schätze mal auf Englisch heißt Rebirth. Haben Sie nicht in der ominösen Medienfolge von dir auf der Liste? Richtig, ich hatte das Buch vorher auch schon. Und ich kann nur empfehlen, gutes Buch. Er hat auch mein 9000er, da geht es um einen Menschen, der vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt gelangt, weil höchster Punkt ist ja gar nicht 9000 hoch und ja, auf alle Fälle, wenn du aber ganz weit unten anfängst, so unter Meeresspiegel, dann geht es ja aus. Ja, und was ich auch noch gefunden habe, das haben wir auch in der Medienfolge genannt, das ist der Aufstieg der Ultraläufer. Richtig. Mit diesem Engländer, dessen Namen man nicht aussprechen kann. Also so ziemlich jeder Engländer, vor allem die aus Frankreich kommen sollen. Ja. Ist der von, nein, der war nicht Franzose, oder? Das macht nichts, aber Franzosen kann man auch nicht aussprechen. Ja, Franzosen. Wie hat einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts schon gesagt, es ist falsch, Franzose zu sein. Richtig. Außerdem kann man keinen Spruch ernst nehmen, den ich bis 100 zögern kann. Das ist richtig. Ganz ehrlich, na. Auf alle Fälle haben wir einen ganzen Bauchladen an Büchern von ihm bei uns, die wir euch unter das Bäumchen stecken dürfen. Dazu, wenn ihr zu dem Zeitpunkt natürlich noch ein Bäumchen habt, dass wir eine Weihnachtsfolge sind, wird sich jetzt bis zum 24. nicht mehr ausgehen oder schon nicht mehr ausgegangen sein. Ihr könnt es euch auch unter die Achselhaare basteln. Es ist mir völlig egal. Nein, aber das mit den Weihnachtsgeschenken kennt jeder. Der laufende Decken-Podcast gibt dir Neujahrsgeschenke. Richtig. Mit neuem Schwung und neuen Blättern ins neue Jahr. Falls du nämlich wieder, so wie das viele tun, zum Jahreswechsel die Motivation suchst und denkst dir, jetzt gehe ich es an, jetzt gehe ich vielleicht eine Distanz höher oder ich gehe weiter oder ich gehe schneller, ich mache irgendwas anderes, ich breche aus meiner Komfortzone raus und ich brauche noch die richtige Motivation dafür und will aber kein Geld dafür ausgeben, dann folg uns und wir hauen die Bücher raus und du kannst dir mit viel Glück eine schnappen und dann kannst du mit fast so sicher wie mit der Superkompensation dann in ein erfolgreiches Jahr 2023 starten. Korrekt. Und was ihr dafür machen müsst, ist eigentlich ganz einfach. Also es wird zu dieser Folge natürlich wieder einen Post geben, wo wir das auch reinschreiben, dass man diesen Post dann liken soll und irgendjemanden markieren soll, von dem man ganz fix davon überzeugt ist, dass derjenige unbedingt einmal entweder uns hören sollte oder an Ultra laufen sollte oder beides, bestenfalls. Während man läuft, uns hören.
Genau. Und auch den E-Gott Verlag folgen. Jawohl. Ja. Und dann könnt ihr Bücher kriegen. Das dann ist ganz toll. Aus. Das wollt ihr auch. Dann macht das der Peter wieder oder ich in so einer hochprofessionellen Zeremonie, wie richtig. Wir das letzte Mal getan haben. Und wir hoffen ganz stark, dass nicht alle, wo wir Bücher hinschicken, in Burundi, Peru und weiß ich nicht, Neuseeland leben, weil dann wird es echt ein teurer Spaß. Aber für unsere Fans tun wir alles. Natürlich. Wir signieren die Bücher, also wir schreiben in jedes Buch eine Bussi aufs Bauche oder so, je nachdem. Ja, aber super Sache. Und wer nicht gewinnt, das muss ich auch gleich mal dazu sagen, da sind echt coole Sachen dabei, die ihr euch auf jeden Fall einmal anschauen solltet. Ja, also ich blätter da durch, also es geht halt logischerweise viel um Sport, viel um Persönlichkeiten im Sport, jetzt nicht nur, es gibt auch einen Leo Hillinger, der ist jetzt vielleicht so semi-bekannt für seine sportlichen Aktivitäten, aber es dreht sich halt viel um Sport und um Persönlichkeiten im Sport, also wer grundsätzlich an dem Genre interessiert ist oder gern solche Bücher liest, dem Seite Verlag wärmstens ans Herz gelegt. Genau. Jo. Bevor wir in das Hauptthema eingehen, ich weiß, wir haben es zwar in der Vorbesprechung nicht besprochen, aber es kam ja gerade. Wir haben ja jetzt Ende des Jahres und du hast ja schon angeteasert, dass wir dieses Jahr wöchentlich erschienen sind. Das ist schon so der, ich sage, ein kleiner Meilenstein in unserer Podcast-Geschichte zumindest ist. Ich dachte mir, weil wir auch eben Ende des Jahres sind, nehmen wir uns vielleicht 5 Minuten und, weiß nicht, blicken irgendwie so zurück auf das Jahr 2022, bevor wirklich, wir... Du wirst wirklich aber unseren Jahresrückblick, da stockt mir das Wort im Gaumen. Du wirst einen Jahresrückblick bei uns bringen, wo wir immer sagen, wir machen keinen Jahresrückblick. Nein, ich weiß nicht, so ganz kurz nur, also ich weiß schon, was du meinst, wir waren immer so gegen diese eine große Sendung, aber so kurz... Ja, bei uns ist jede Sendung groß. Jo, das stimmt. Aber ich habe mir das nämlich folgendes gesagt, das habe ich auch noch nicht mit besprochen, wir machen das einfach alles live on air. Wir haben ja vor Wochen oder so mal drüber gesprochen, weil ich finde, dieses Jahr hat sich bei uns schon einiges getan. Also wir kommen jetzt einmal in der Woche raus. Wir verbringen vermehrt Interviews und damit hat sich so ein bisschen der Charakter des Podcasts vielleicht ein bisschen geändert. Sicher bedingt ein bisschen durch die Pandemie, weil unsere persönlichen Läufe weniger geworden sind, haben wir aus der Not eine Tugend gemacht. Und deswegen haben wir gedacht, vielleicht auf das irgendwie zurückbringen, so ganz kurz, zumindest so unsere Gedanken dazu, ich weiß es nicht. Und dann vielleicht, weil wir auch darüber geredet haben, wie wir eigentlich in der Zukunft weitermachen wollen, haben wir gedacht, ob wir nicht auch unsere Hörerinnen einbinden wollen, in dem, was ihr vielleicht ein bisschen vermisst oder von was ihr irgendwie mehr haben wollt. Weil solche Sendungen wie du und ich, wir sitzen hier und quasseln einfach ohne Plan dahin, gab es zum Beispiel seltener. Vielleicht gibt es viele Zuhörer, die das so ein bisschen vermissen. Und wir kriegen ein bisschen Input, was wir vielleicht mehr bringen können 2023. Was hältst du davon? Das könnte man auch verbinden mit dem Gewinnspiel von den Büchern. Zum Beispiel. Ja. Also, wer so Bücher gewinnen will, uns folgen und dann halt dazu schreiben auch noch, was er mehr oder weniger haben will. Mehr Trainer, weniger Trainer, mehr... noch mehr Interviews, weniger Interviews, mehr von uns, mehr Rennberichte, einfach mal eine Sendung, wo wir eine Stunde lang nichts sagen. Oder der Philipp Jordan hat das mal gemacht, der hat mal eine Stunde aus dem Wörterbuch vorgelesen. Ich glaube, es war im Happy Day Podcast. Oder waren es 2 Stunden? War eine ganz schräge Folge. Nein, aber wir haben... Hast du das durchgehört? Nein, das ist eine schon uralt Happy Day Folge und ich habe nur einen Podcast gehört, wo sie darüber gesprochen haben, dass sie verstörte Mails bekommen haben, wo man so einen Blödsinn macht. Nein, aber in aller Offenheit, wir haben halt darüber gesprochen, wollen wir mit der Frequenz der Interviews weitermachen oder wollen wir nicht auch öfters, dass wir zwar miteinander quatschen und deswegen kam es mir heute irgendwann, dass wir eigentlich auch unsere Zuhörer zu befragen könnten. Ja? Aber im Zweifelsfall müssen wir dann öfter miteinander reden. Ja, wir können ja auch nur alles für die Fans sagen. Ja, alles für die Fans. Alles für die Fans. Ja. Für die Fans rede ich sogar mit dir, solange du kein Triathlet bist. Das ist richtig. Und hier muss ich direkt hineingrätschen, nämlich gar nicht wegen Jahresrückblick, man doch auch ein bisschen, weil du bist ja noch einmal quasi
von des Messerspitze runtergetänzelt, ja. Mit du musst einen Triathlon machen, nur weil wir uns nicht einig waren, ob ich dieses fliegend, was war das überhaupt? 200 Meter? 100 Meter? 200 Meter? 200 Meter in 1500 Meter Weltrekordzeit. Genau. Ob ich das hinkriege. Und ja, das ist ganz schwierig. Aber da werden wir uns nächstes Jahr wieder etwas einfallen lassen. Irgendwann. Zwischen uns. Irgendwann werden wir den Flo in einen Treesuit bringen. Howsoever. Und wenn wir mit vereinten Kräften stopfen müssen. Definitiv stopfen. Oh ja. Und da möchte ich aber auch hinweisen, ich habe mit Schrecken, liebe Leute, wir haben neulich eine Folge ausgebracht, da haben wir gesagt, ja, das gibt manchmal einen guten Grund für Triathlon. Und ich möchte eindeutig und on air sagen, du hast das gesagt. Ich war zu dem Zeitpunkt krank. Ich wusste nichts davon, dass du unseren Podcast in den Kübel wirfst und mit Schmutz befleckst, wie so ein schäbiger Triathlet. Und da echt, das ist alles, was wir uns über die letzten, jetzt gibt es schon 6 Jahre. Ja. 6 Jahre aufgebaut haben, in einer Folge echt in die Tonne wirst. Danke dafür nochmal. Eingerissen mit dem Arsch, was ich vorne aufgebaut habe. und mich noch dazu gezwungen hast, quasi dadurch indirekt einen Post zu verfassen, in dem das sogar drinnen steht. Es gibt einen guten Grund für Triathlon. Was sollen die Leute jetzt von uns denken? Tja, ich glaube, die haben sich gedacht, die sind auch nicht mehr das, was sie nie waren. Richtig, richtig. Geld wirklich alles. Richtig. Und da ist mir aufgefallen, ich habe jetzt da gelesen, die Lucy Bartholomew, die kennt man, die hat 2019, I guess, oder 2018 war sie beim Western States und ist Top 10 gelaufen. Ist das nicht eine Australierin? Australierin, ja genau. Relativ junge Australierin, die mit Ultralaufen angefangen hat, weil es zu jung war zum Marathonlaufen. Ja, und ist die nicht auch am Anfang in Five Fingers gelaufen? War das die? Ich kann mich erinnern, da gab es so eine junge australische Ultraläuferin, die... Redest du von Handschuhen oder von Schuhen? Schuhen, Five Fingers. Das weiß ich nicht. Ich schaue Menschen selten auf die Füße. Du hast komische Hobbys. Tja, der Mensch ist also fies. Auf alle Fälle, die... Man kennt ja Covid, also diese zweijährige Seuche. Also die seit schon 2 Jahren bestehende Seuche. Und die hat einfach viel verändert und die hat Menschen verändert. Und es gibt Menschen, die an Covid litten und es gibt Menschen, die an Long-Covid gelitten haben. Und sie leidet offensichtlich jetzt an Long-Distance-Covid, weil sie einfach von 100 Meilen feinsten Traillauf abbogen ist, neulich ihr erste Langdistanz-Triathlon gemacht hat. Ich weiß echt nicht, was da schiefgegangen ist. Aber es gibt ein YouTube-Video davon, auf das würde ich verweisen. Es ist einfach ein Trauerspiel. Wir werden das in den Shownotes packen, indem du das in das Google Talks packst und ich nicht vergesse, es dann in die Shownotes zu packen, bitte. Genau, so machen wir das. Ja, es ist immer wieder bestürzend, wirklich bestürzend festzustellen, dass Leben so eine falsche Wende nehmen können. Ja. Dass du eigentlich, also das Ding ist, was man dadurch immer feststellt, man darf sich halt einfach nie zu sicher sein. Du glaubst immer, du hast dein Leben unter Kontrolle. Ja. Und dann bist du Triathlet. Ja, du fährst einmal mit die falschen Freunden auf, weiß ich nicht, auf ein Thermenwochenende und zack, bist im Sportbecken 50 mal 5, 50 so Meter. Es ist so unschuldig. Du fährst fast mit dem Radl vielleicht in die Arbeit, rutscht am Radl aus, fallst in die Pfütze und schon schwimmst. Ja, oder in die Donau. Ja, und dann bist du zwei Drittel beim Triathlon. Ja. Vor allem, wenn du das Radl nachher einfach senkst, dann musst du heimlaufen und dann hast du es und schon verloren. das ist ganz schwierig. Ich habe echt Mitleid mit den Leuten, weißt du? Die sind schon so in ihrer Blase gefangen, dass sie nicht mehr aussehen können. Ich bin beim Laufen auch manchmal mit meiner Blase gefangen. Das hat aber nichts mit Triathlon zu tun, sondern eher, dass ich mir manchmal denke, warum muss ich auf 10 Kilometer viermal aufs Klo? Aber das ist eine andere Geschichte. Ganz andere Probleme. Ja, ich glaube, ich brauche mehr Sonnenblumenkerne. Ja. So der Opa
schon gesagt, Sonnenblumenkerne sind gut für die Prostata. Ein Hoch auf deinen Opa. Ja, das sage ich auch immer. jetzt haben wir überhaupt nicht abgebogen von Wrap-up dieses Jahres zu Triathlon und mein Opa. Ja, wir sind nicht bekannt dafür, einen genau. stringenten roten Faden durch unsere Person zu haben. Es wird noch schlimmer, wenn nur wir zwei reden, weil dann gibt es keinen Gast, der uns irgendwie noch im Zaum hält und es irgendwie noch eine halbwegs in die Richtung vorgibt. Deswegen. Das ist ein roter Wollknäuel. Also es gibt schon einen Faden, aber er piekt halt dauernd in irgendeine Richtung ab. Ja. Deswegen, ja, wir können auch das Wrap-Up-Thema wieder lassen und uns wieder dem Hauptthema zuwenden. Weiß ich nicht, ich glaube, viele Menschen haben eigentlich Spaß dran, unserem Wollknäuel-roten Faden zu folgen, weil das ist wie kleine Kätzchen mit dem Wollknäuel. Da können alle dran herumspielen. Das ist süß. Das ist super. Das ist süß. Katzenvideos. So. Jetzt sollten wir uns wieder zusammenreißen, wir sind ein Lauf-Podcast, kein Katzen. Richtig. Apropos Lauf-Podcast, dieses Jahr ist ja bei dir gar nicht so gelaufen. Weil dein großer letzter Lauf, großer letzter Lauf, war der UTMB und das ist zwar 21 gewesen. Also du meinst jetzt eher, dieses Jahr bin ich den Mozart auch noch gelaufen. Genau, und dieses Jahr bist du dann Mozart gelaufen. Mhm. Und das war es aber dann. Ja, ich wollte ja eigentlich noch den Vienna Trail laufen. Richtig. Der ist aber dann nicht passiert. Der ist passiert, du bist nicht passiert. Das ist richtig. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade, Laufen ist gerade nicht so dicke, weil das Leben einem ständig einen Streich spielt. Ja. Und du bist jetzt dann nicht unter die Schwimmer gegangen, was du damit meinst. Gott bewahre. Okay. Ich habe mein Leben zumindest noch ein bisschen unter Kontrolle. nein, momentan ist, ich hätte es ja kaum für möglich, also ich muss sagen, es ist irgendwie auch interessant, weil jetzt laufe ich doch schon quasi regelmäßig und durchgehend seit 10 Jahren oder so. Ja. Ich glaube, das ist meine größte nicht laufende Durchstrecke, die ich seitdem habe. Und ich bin es auch gar nicht gewohnt, so wenig zu laufen. Aber ich muss fair sagen, es geht auch gerade nicht anders. Ich schwanke zwischen ich krank, Freundin krank, Sohnemann krank. Dann geht es eine Woche wieder und dann gehe ich vielleicht zweimal laufen und dann ist wieder irgendwer von uns drei krank. Und ja, das Leben ist gerade... spielt sich gerade um andere Dinge ab, als dass ich jetzt laufen gehe. Ja. Ist halt so. Arme mit dem falschen Freund, falsch abbogen, zack, Freundin, zack, Kind, zack, aufhören zum Laufen. Tja, das sagen wir wieder. Aber. Noch nicht schwimmen. Triathlon. Ja. Es richtig. Das könnte schlimmer sein. Das ist wohl wahr. Nein, es ist einfach. Kinder ist werden einfach. Irgendwann gesund. Richtig, aber vom Triathlon auch. Vom Triathlon erholst du nie wieder. Nein, aber es ist okay. Also das hat sich ja schon das ganze Jahr irgendwie abgezeichnet, dass einfach der Kleine größer wird und wie soll ich sagen? Das ist jetzt aber auch nicht so ein wahnsinniges Novum, dass der Kleine größer wird. Also das ist bei den meisten Kindern so. Aber der Satz sollte eigentlich noch weitergehen. Aber dadurch natürlich auch meine Möglichkeit, selbst zu trainieren, irgendwie derzeit etwas schwieriger wird. Und deswegen ist mein einziges und erstes Ziel, eine halbwegs wieder eine Konstanz in mein Lauf einzubekommen. Nein, weil ich muss schon so ehrlich sagen, es fehlt mir dann schon auch, weil ich habe das so, es ist jetzt die zweite so 2 Wochen Pause, die ich innerhalb von den letzten 2,5 Monaten oder sowas mache, weil ich krank war, das was ich auch überhaupt nicht gewohnt war, dass ich auch so eine Woche lang wirklich krank bin, sodass ich auch gar nicht mich nach Laufen fühle oder so, dass ich mich nicht so fühle, als könnte ich laufen gehen. So was habe ich die letzten Jahrzehnte auch noch nicht gehabt. Und ich merke es einfach, dass es total ungewohnt ist. Ich liege am Abend im Bett und bin nicht müde. Weißt du, ich meine, weil wenn du jeden Tag, quasi fast jeden Tag laufst, und wenn du auch Ultra laufst, auch jeden Tag ein bisschen länger laufst, bist selbst am Erholungstag jetzt nicht so erholt, dass, weiß ich nicht,
ich finde, man merkt schon, dass man da eine unterschwellige Müdigkeit immer so ein bisschen mit sich rumträgt. Und einschlafen war jetzt so das nie das Ding. Ich war ja froh, im Bett zu sein. Und jetzt kriege ich dann teilweise um die gewohnte Zeit und denke mir, ja. Also ich merke schon, dass dieses mich auspowern oder mich so die Batterie leer machen, dass man das ein bisschen fehlt oder so ungewohnt ist, dass das nicht so ist. Weißt du, ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und ich hätte jetzt zumindest 7 schlechte Varianten, die da helfen könnten dabei. Lass sie lieber stecken. Nein, aber das ist, ganz ehrlich, das ist gerade, das sagt ja eh jeder, der ein Kind hat, ich weiß, lass stecken. Das sagt ja eh jeder, dessen Kind in den Kindergarten, das eh vollkommen normal ist und ist eh alles okay. Aber das ist halt gerade meine Herausforderung. Deswegen habe ich auch jetzt für mich beschlossen, für nächstes Jahr jetzt mir zum Anfang zumindest noch keine Ziele setzen, weil mich das dann auch noch zusätzlich stressen wird. Sondern ich will einfach wieder, ich will laufen, ich will da regelmäßig laufen und ich will Spaß dabei haben. Das ist derzeit so mein Muster. Ich weiß, das ist eine Herangehensweise, die vollkommen fremd ist. Weil Spaß beim Laufen zu haben ohne Ziel, das ist. Ja, will laufen, will regelmäßig laufen und Spaß haben, mache mir aber kein Ziel. Ja. Willst du nicht einfach Drogen nehmen? Mann, das ist auch sinnlos und hat kein Ziel und. Ja. Für den meisten hat es vielleicht einen Zweck, weil es irgendwas. Nein, das ist einfach auch nur Flucht vor der Realität. Ist auch ein Sinn, oder? Ja, okay. Ja. Du kannst schon mit dem Limbo-Stab kommen, wenn du magst. Aber das ist genauso wie Triathlon. Das ist, für manche ist das ein Ziel, das heißt nicht, dass es gut ist. Es gibt Grenzen, gell? Hello, can you go? Nein, aber das ist, also, verstehe mich nicht falsch, ich würde schon auch gern irgendwas machen nächstes Jahr. Und wie wir auch gesagt haben, wie finde ich du auch richtigerweise bei der beim Interview mit der Katja von der Burg gesagt hast, mein Ding ist schon nicht sehr lokal zu bleiben, nicht so viel zu reisen und einfach, es gibt in der Gegend so viel Geiles, wo du in kürzester Zeit bist, wo du auch relativ spontan sein kannst in der Anmeldung, wo du dich nicht irgendwie durch Lotterien graben musst und irgendwie hoffen musst, dass du drankommst und reist quer durch Europa. Da habe ich momentan nicht die Kapazität dafür. Das habe ich für mich beschlossen. Und sagen wir so, ich will sie mir auch nicht nehmen momentan. Außerdem hast du ja trotz allem auch mit Nicht-Training, wenn man so will, wie wir mit Philipp ja schon gesprochen haben, man ist ja immer nur ein paar Wochen von beiden Extremen des Laufens entfernt. Ja. Das heißt, mit ein paar Wochen konstantem Training oder zumindest Einlaufen, wenn man so will, also irgendwas in die Richtung 30 Kilometer Traillauf oder was auch immer, irgendwas Lokales, geht sie immer noch aus. Jetzt dann nicht auf Bestleistungsdings, was du schon gelaufen bist, also du wirst deine Bestzeit beim Grenzstaffellauf zum Beispiel nicht unterbieten, wenn du jetzt dann nur zwei Monate vorher laufen gegangen bist, aber ins Ziel kommen wirst schon und lustig wird es wahrscheinlich auch sein. Ja, das stimmt schon. Ja. Nein, das ist auch mein Motto irgendwie so fürs nächste Jahr. Grundsätzlich. Und nein, das grundsätzlich, was soll ich sagen, geht es mir auch unerwartet gut derzeit damit. Weniger jetzt, als ich mit der Konstanz, aber auch so mit der Realisierung, dass es jetzt in das Jahr und auch das nächste Jahr vielleicht seit langem wieder mal nicht mehr höher, weiter und irgendwie extremer geht, sondern vielleicht, habe ich eh schon oft besprochen, vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen Rückschritt, weil das klingt so negativ, aber so ein bisschen reduzierter, um einfach, wenn es die Zeit dann wieder zulässt und wenn es auch das Umfeld dann wieder zulässt, irgendwann, ja. Aber das ja, und das in dieser Zeit kannst du auch den Grund deines Laufens nochmal verfestigen. Ja, das ist richtig. Siehst du, das habe ich schon fast gar nicht mehr gedacht. Muss ich dich denn da regelmäßig erinnern daran? Ja, bitte, sei mein Erinnerer. Irgendwas wollte ich noch sagen. Habe ich jetzt vergessen. Tja, das ist jetzt blöd. Kann nicht so wichtig sein. Das ist richtig.
Tja, aber das ist jetzt für uns alle ein bisschen Hoffnung, dass du trotzdem das eine oder andere Mal bei irgendeinem Wettkampf entweder zumindest anwesend bist oder kürzere Distanz mitlaufst oder irgendwie von irgendwo in der Nähe berichtest. Also, ja, auf jeden Fall. Ja. Nein, ich will schon auch, aber ich will es, wie man zumindest anfängt, jetzt mal keinen Stress machen. Genau das wollte ich sagen. Ich verstehe immer besser die Leute, die so in einen kleinen Lauffunk reinkommen. Ich hätte mir auch nie gedacht, dass mir das irgendwie passiert oder dass ich das irgendwie so Dings, aber wenn du halt echt so mal aus der Spur kommst und ich, wie gesagt, ich bin da seit 10 Jahren eigentlich gewohnt, ich habe vielleicht die 2-3 Wochen Laufpause gemacht und dann ist wieder zack weitergegangen und das, dass ich nur 2-mal die Woche laufen gegangen wäre, das hat es eigentlich so nicht wirklich gegeben. Ist toll, nicht? Ja, ist halt so. Und es war spannend zu sehen, dass das dann doch auch relativ leicht, sage ich einmal, kommen kann. Und jetzt, jetzt habe ich mich da irgendwie damit abgefunden, finde das okay so und Ding. Und dann liegst du schon nochmal da und denkst da, naja, jetzt ist irgendwie 7:30 am Abend. Ich könnte halt eigentlich noch Yoga machen oder ich bleibe einfach liegen. Und manchmal denke ich mir, es ist geil, einfach liegen zu bleiben. Und das ist so, der Philipp, weil wir gerade mit Philipp waren, der hat das nämlich auch ein paar Mal besprochen, dass er nach seinem Home-to-Home in so einen Funk reingekommen ist und das dann durchaus nicht einfach war, da wieder rauszukommen. Und ich habe da mehr Verständnis für das irgendwie gewonnen. Damit ich auch dieses Mal wieder mit halbseidenen Psycho-Tipps glänzen kann. Ich glaube ja, dass das so ähnlich ist wie Menschen, die arbeitslos sind. Also, weil das ist auch sowas wie eine Gewohnheit, dass du am Anfang, was weiß ich, du arbeitest und dann bist du auf einmal ohne Arbeit oder ohne Laufen oder ohne Habit, was du halt gehabt hast, dann willst du es unbedingt und dann geht es halt aus Gründen nicht, welche auch immer das sein mögen. Und wenn es dann in Wochen, Monate daheim bist, irgendwann ist halt dann auch der Antrieb weg und du denkst dir, ja, ich könnte jetzt schon irgendwas tun, aber es läuft gerade Brit. Ja, ich glaube aber, dass das ein ganz guter Vergleich ist. Ich meine, ich war noch nicht so lange arbeitslos, deswegen, aber das ist, was ich schon von durchaus von Leuten gehört habe, die eine längere Zeit arbeitslos waren. Ja. Und ja, ich hätte mir nicht gedacht, dass das dann doch den Tritt in den Arsch, also dass das dann die Hürde wirklich größer wird, weil ich mir dachte, ich bin Läufer, ich mache das grundsätzlich ja Spaß. Das ist nicht so wie bei dir, dass man ungern trainiert. Ich glaube, der Vergleich ist trotzdem passend. Aber ich finde das aber auch ganz spannend, dass wir das auch da besprechen, weil das irgendwie zeigt, dass es eben nicht immer nur höher, weiter. Ich meine, wir reden oft davon und wir geben das oft wieder, aber es ist dann auch ganz was anderes, wenn es dann quasi wirklich passiert und man das irgendwann sieht, wie man das damit umgeht, denke ich. Ja, und vor allem auch, dass man mitkriegt, es muss vor allem auch nicht immer höher und weiter sein, weil, weiß nicht, ein Fünfer dort, ein Zehner da, weiß ich nicht, irgendwas kann genauso viel Spaß machen. Wer sich dabei vernichten will, kann sich dabei vernichten und wer einfach nur einen lustigen Plauderlauf mit Freunden haben will, der macht genau das. Und man kann das auch bei einem Wettkampf machen, weil es wurscht ist. Aber es ist lustig, weil du sagst, die Bergziege hat ja letztens irgendwann, ging es darum, da ist ja der Hase aus Linz gekommen und so und er hat mich grundsätzlich gefragt, ob ich Zeit hätte. Ging nicht, aber links habe ich gefragt, wie lange es halt geht. Und es hat nicht so lang. Und der hat irgendwie so 24 Kilometer und ja, ich weiß, früher war 24 Kilometer nicht so lang, aber ich muss ehrlich sagen, mittlerweile habe ich gedacht, 24 Kilometer, das ist mir schon ein bisschen zu lang. Und an dem merke ich halt auch so, wie sich meine Relationen einfach verschoben haben, weil wie wir da unlängst, über das kann man auch gut reden, wir haben unlängst im Leitergebirge gelaufen waren. Ja, da müssen wir gleich hinkommen. Ich möchte noch ganz kurz mit gar nicht so lang hineingrätschen. Ja, genau auf diesen einen Lauf, nämlich wo der Hase gekommen ist, der hat ja wieder, war ja wieder krank dazwischen und der Jordi 2 Jahre krank und
beide normalerweise, also sind beide schon Sub-3-Marathons gelaufen und waren wirklich gut im Saft. Und der eine hat gesagt, puh, da wäre ich morgen schon ordentlich einen Muskelkater haben, wenn das soweit ist. Und der andere hat gesagt, bah, es ist das Längste, was ich in der letzten Zeit gelaufen war, waren 8 Kilometer. Das wird morgen die Hölle. Also das geht echt zackig. Ja, ja, voll. Genau, und in diesem besagten Lauf beim Leitergebirge sind 18 Kilometer gelaufen und ich war im Eck danach. Also wir waren 2 Stunden unterwegs, glaube ich, ein bisschen was über. Aber ich glaube, das war erstens, weil der Walter Andi so andruckt hat. Ja, der hat sich halt beweisen müssen, dass er schneller ist als alle anderen. Ja, der hat sich gedacht, Vorbereitung auf die Crosslauf-Saison, jetzt muss er mal richtig an aussehen. Und zweitens, du warst, glaube ich, nicht körperlich im Eck, sondern du warst einfach so geblättet und geblendet ob dieser unglaublichen Schönheit dieses Gebirges, dass du dir einfach 2 Tage lang die Welt wieder gerade trinken musstest. Ja, ich muss ehrlich sagen, nachdem ich quasi das Mekka des Laufsports gesehen habe, das eigene, und wir haben ja fälschlicherweise, und das möchte ich ja nun hochoffiziell auch wieder zurücknehmen, Innsbruck das Chamonix Österreichs genannt. Ich kann jetzt verlautbaren, ist ein Schaß. Das Leitergebirge ist einfach, da hast du einfach alles. Wir haben nicht nur einen wirklich geilen Traillauf gehabt auf technisch höchst schwierigem Gelände. Ja. Alpin der höchsten Stufe. Ohne Grödel. Und ohne Bergrettung. Ja, weil, das ist auf der Punkt, auf den Aufwand, mit riesigen Abenteuerfaktor, weil wir haben Bundesländergrenzen überlaufen. Unsupported. Das ist ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist ja eigentlich unverantwortungslos, was wir da getrieben haben. Also Kinder, macht uns das nicht nach. Geht nicht im Leitergebirge auf der niederösterreichischen Seite, fangt an und lauft ins Burgenland rüber. Seid bitte nicht so blöd wie wir. Ja, ja, ja. Ja. Wenn, dann immer nur mit gut ausgebildetem Personal. Mhm. Ja. Ja, na. Ja, aber das, da war ich auch sehr geblättert und gemacht, da noch 6 Kilometer drauflegen. Na, Halleluja. Ja, und andererseits, bei mir ist es momentan, wenn du sagst, 20 Kilometer, genau das Gegenteil. Ja, da merkt man, dass du bist halt im Saft wahrscheinlich. Ich bin in das Schinders Flashgrinder gefangen. Was tut sich denn aktuell bei dir so im Training? Weil das letzte Mal, als wir über dich gesprochen haben, war ja Julian Elbs. Dann warst du ja noch bei dem Halbmarathon, den du in 1,28, wo du 2 Sekunden schneller warst, oder so als. 1,27,50, bitte. Richtig. Eine Sekunde Podcast-Best. Richtig. Das war im Oktober, glaube ich. Das war im Oktober, ja, korrekt. Und dann hast du ja mir kurz irgendwann erwähnt, dass du jetzt in sowas wie eine Saisonpause gehen musst und da eh nicht ganz einverstanden warst, was ich mich erinnern kann. Ja, weil ich kurz davor ja krank war und mir gedacht habe, das war die Saisonpause. Ja, und was ist seitdem passiert? Der Schinder von Biesenberg hat sich gedacht, er muss jetzt da unbedingt auf verstärktes Krafttraining setzen aus. Ich habe doch keine Ahnung, warum. Also, weil du ein Znirtl bist. Ja, und? Ich meine, der Walter Andi ist A-gelenkig wie A-Esstisch und trotzdem muss er jetzt nicht in die Ballettstunde gehen. Ich glaube, wir müssen für unsere deutschen Freunde übersetzen, was ein Znirtl ist. Ein Znirtl ist ein Lauch. Sagt man in Deutschland Lauch? Ich habe keine Ahnung. Es ist ein sehr, sehr dünner, sehr, sehr dünner Mensch. Und vor allem ein sehr unmuskulös? Fragezeichen? Na, halt ganz, dünn ganz eigentlich. Dünn. Nicht mehr so dünn. Dürr. Ja. Ja. Dürr. Ja. Also, habt ihr was gelernt? Znirtl. Ja. Genau. Znirtl, wichtiges Wort. Das ist so ungefähr so wichtig wie Hüsen. Also wenn es irgendwo hingeht, genau, ist ein Bier. Auf alle Fälle
ist er jetzt auf die Idee gekommen, dass Krafttraining nicht nur normales Krafttraining gut ist, sondern auch Muskelaufbau-Krafttraining. Und das ist anstrengend. Ja. Finde ich gar nicht so geil. Das überraschend. Ist wurscht, was du reinschreibst, du findest nichts wirklich so geil. Also was macht es da einen Unterschied? Richtig. So gesehen hast du recht. Ich meine, der Vorteil am Krafttraining ist, es ist Indoor. Das ist im November, Dezember, Jänner, ist Outdoor mit Laufen eh nicht so super. Aber das ist grundsätzlich ein relativ normaler Zyklus. Das habe ich auch immer gehabt. Das ist zuerst Sonnenbau und dann machst du Aufbau und dann machst du halt all die Dinge, die du jetzt während der Sonne, wo du nicht so die Zeit dafür hast. Das heißt, du bist ja quasi eigentlich sehr unspezifisch und wirst dann in die ersten Saison ziehen kommen immer spezifischer. Ja. Wobei mir noch immer völlig, völlig unbegreiflich ist, warum man so Sachen wie Bankdrücken und Pullovers drinnen hat, damit die eine stärkere Brust- und Schulterpartie kriegt. Aber ich bin Läufer, kein Triathlet. Nein, aber ich war da mal vor Ewigkeiten bei einem Scherztypen, der mir auch ein paar dann, der auch so Personal Trainer Sachen macht, und der hat mir das einmal erklärt, dass das irgendwie irgendwie alles zusammenhängt und dass du, wenn du muskulös oben bist, schneller laufen. Ich kann es dir leider nicht genau erklären und ich werfe damit gefährlich im Halbwissen um mich. Richtig. Deshalb sind nämlich die Leute, die muskulös oben sind, also die ganzen Crossfitter, auf die 100 Kilometer auch immer die schnellsten, wie wir wissen. Du darfst aber da nicht die zwei Dinge durcheinander bringen. Nur weil du jetzt Muskelaufbautraining ein paar Wochen machst, heißt nicht, dass du dann ausschaust wie ein Crossfitter. Das Argument oder das Ding ad absurdum führen. Wenn du das auf Extreme betreiben willst, ja, dann wärst du irgendwann so mal so muskulös vielleicht. Und ja, dann wärst du vielleicht nicht schnell. Aber da geht es nur darum, dass du dir ein bisschen mehr Kraft hast als danach, damit du über die zehrst du dann die ganze Saison und ist einfach gut, dass du mal auch was anderes machst und nur weil du jetzt ein paar Wochen das machst, wirst kein Crossfitter. Und das sagst du. Ja, ja. Kennst du Flash? Der kann echt schnell laufen. Schau dir an, wie der ausschaut, und dann schau dir den Hulk an. Ja? Und jetzt überlegt er, wer der bessere Läufer ist. So. Seidel nicht so viel herum, mach's einfach. Ich seidel nie herum, ich krügel herum, wenn. So. Wieder zur Erklärung für unsere deutschen Freunde: ein Seidel ist ein kleines, ein Krügel ist ein großes. Also ein Krügel ist ein halbes Maß quasi. Ja. Ja, auf alle Fälle, jetzt ist Kraftaufbau und Geschwindigkeit aufbauen und Crossfit-Serie, so geht's schon. So weit hat er mitrieben. Nein, die Crosslauf-Serie ist jetzt angesagt und diese ganzen kurzen, schnellen, dreckigen Geschichten. Ja. Und der erste größere Wettkampf, der geplant ist, ist der Lindkogel. Mhm. Also der erste, nicht größere, aber längere Wettkampf, der ist dann im März, und dann ist ein Frühjahrshunderter geplant. Magst du schon sagen, welcher das Geschwindig, ist? Oder? Auf Geschwind. Aktuelle Planung sagt der Mozart im Juni. Und je nachdem, was im Jänner rauskommt bei der Ziehung für den CCC, wäre das Herbst-Highlight. Oder sonst der Kutt, das ist das karnische Ungetüm, von dem ihr noch viel von bei uns hören werdet, weil guter Lauf, schöner Lauf. Und zwar nicht neuer Lauf, wenn alles richtig. Den wir euch wärmstens ans Herz legen können, geht nämlich auch von einem Land ins nächste, an der österreichischen Südgrenze. Und hat 80 Kilometer und ist ein wirklich schöner alpiner Trail. Ja, wir werden da eben eh nochmal drüber reden, aber nur kurz, weil der halt wirklich geil ausschaut, weil er quasi irgendwie so, ich habe mir das Höhenprofil nämlich letztens angeschaut, weil er ja quasi so irgendwie einmal am Berg rauf geht und sich dann da oben irgendwie so entlang schlängelt, oder? Ja, genau. Wieder runtergeht. Ja, es ist im Endeffekt, kann man ja mal ein bisschen mit an wie in Saalbach mit diesem Sky Trail vergleichen, weil es halt wirklich, du steigst aus dem Tal auf, die ersten,
ich glaube 1000 Meter, ich glaube 1500 Höhenmeter geht's rauf und dann laufst du die ganze Zeit oben am Bergkamm entlang oder nahe dem Bergkamm, wo eben dieser Höhenweg geht. Ja. Und erst ganz am Schluss bei Kilometer, keine Ahnung, 65, 66, 67 fängt es an zum Fallen, das Ganze. Das Höhenprofil da von mir, es ist Meile 40, das ist Meile 40, was ist denn? Ja, sind so 64. Ja, 64, 65, das ist der letzte Höhepunkt und dann geht es halt langsam nach unten, nach Kötschach-Mauten. Grundsätzlich, der hat mich ohne mich da jetzt ins Ding, aber reizend da hat er mich schon extrem, weil das der halt wahnsinnig geil ausschaut, weil auch der, wegen der Organisation so ein bisschen und so, also der da hat mich schon wahnsinnig reizend. Und sie haben aber nur dieses eine, diese 80 Kilometer, es gibt glaube ich keine Unterdistanzen. Ich glaube, es gibt eine Unterdistanz, aber da werden wir uns nochmal schlau machen lassen. Genau. Aber schaut euch das an, wir verlinken auch den schon mal jetzt da für alle, die sich jetzt schon anmelden wollen, weil auch wenn jetzt momentan überall die Anmeldezahlen ein bisschen rückläufig sind, ist es cool, wenn ihr euch jetzt schon bei den verschiedenen Läufen anmeldet, weil das halt auch für die Veranstalter ein bisschen Planungssicherheit gibt, dass sie wissen, ob sie ihr Lauf überhaupt rechnet und ob es funktioniert und wie viele Leute das kommen. Also tut das. Ja, kommen. Und wenn wir auch dort sind, dann ist ja überhaupt nochmal ein weiterer Grund, auch hinzukommen. Richtig, richtig, um uns mal so richtig herzubrennen. Einfach mal einen klatschen hier. Richtig, einfach gleich am besten am Start, weil dann ist es wurscht, wie schnell man läuft. Aber im Vorbeigehen einfach, was ich euch immer schon mal sagen wollte, links, rechts, passt. Und zack, in die Goschen. Auch diesen kennen wahrscheinlich nicht mehr alle der Zuhörer, den René Dattel von den Hektikern, den müssen wir auch verlinken. Ja, das ist einer der schönsten Sketche der Hektiker, die sie überhaupt gemacht haben. Bumm, zack, in die Goschen. Genau. Ich frage mich ja nur, ob das viele unserer deutschen Freunde eigentlich wirklich verstehen, was der dann dort sagt. Deswegen gibt es ja auch den Übersetzer. Stimmt. Ja, aber das ist mein Plan fürs nächste Jahr. Mein Saisonziel nächstes Jahr ist, dass ich zumindest bei einem Rennen die 700er ITRA-Wertung überschreite. Das, was du eigentlich beim Dings machen wolltest, beim Julian Elbs. Genau, also es ist so, dass das jetzt bald schon kurzfristige Ziel, aber es ist das Ziel, so weit aufzubauen und zu schauen, wie weit es geht, dass man da irgendwie hinkommt. Da hab ich gleich multiple Fragen dazu. Wenn du sagst, du willst 700 Punkte haben und soweit ich mich erinnern kann, Achtung, gefährliches Halbwissen, kommt es immer so ein bisschen auf die Konkurrenz an, die mitläuft, oder kommt es auf die Zeit an? Es kommt überhaupt nicht auf die Konkurrenz an, was ja das Schöne ist bei den ITRA-Punkten, sondern es wird das Rennen wird bewertet mit einer fiktiven Bestzeit, die 1000 Punkte geben würde. Und dann wird von dort quasi runtergerechnet. Deswegen haben die Ersten, die ankommen, also nehmen wir jetzt her, in UTMB letztes Jahr, es war ein Streckenrekord, unter 20 Stunden und trotzdem haben die Sieger nicht die 1000 Punkte gekriegt, sondern, weiß ich nicht, 970 von mir aus oder irgendwas in die Richtung. Also da gibt es eine Formel, die dahinter liegt, die einfach sagt, okay, das Rennen ist so lang, das Rennen hat die Anstiege, das Rennen ist so und so beschaffen und deswegen würden wir sagen, wir berechnen, das Rennen hat eine Bestzeit von x Stunden und von dem rechnen es runter. Hast du dann eigentlich, weil du ja dann gesagt hast, dass du jetzt den Motor, den du überlegt hast, CCC, wenn du reinkommst, beziehungsweise dann das Kanisch Ungetüm, hast du dir dann für die Läufe angeschaut, was du laufen müsstest? Oder kannst du dir das anschauen, was du laufen musst, damit du 700 Punkte bekommst? Nein, das ist eben das, also theoretisch ja.
wenn die Strecke dieselbe ist wie im Jahr davor, kann man quasi hingessen, wie schnell man ungefähr laufen müsste. Aber zum Beispiel vor einigen Tagen, Wochen, habe ich vom Mozart eine Mail gekriegt mit: Hey, alles super, super, tolle Neuigkeiten. Und man denkt sich: Puh, was, habe ich einen Startplatz gewonnen? Und sage: Nein, wir haben vor dem 12er noch zwei Berge gefunden, die wir eingebaut haben. Das ganze Teil hat jetzt da noch, was nicht, 700 Höhenmeter mehr. Toll, toll. Also, die Zeiten vom letzten Jahr kannst du jetzt da wieder genau in die Haare schmieren. Und es wird wieder neu berechnet. Und beim Julian Alps haben sie auch die Strecke dieses Jahr verlegt aufgrund des Wetters. Das heißt, das kannst du auch in die Haare picken. Denn Innsbruck ist dieses Jahr andere Strecke wegen dem der WM. Außerdem war es ein bisschen verkürzt wegen dem Wetter. Also auch nicht vergleichbar. Also grundsätzlich ja, aber bei Trailrennen passiert so viel, dass es eher ein Annäherungswert ist. Okay, das war nämlich eine Frage, ob die dann quasi deine Events danach ausgesucht, dass du es vielleicht berechnen kannst und dass du dir denkst, okay, das kann ich dann laufen. Aber wenn es quasi eh bei allen, die so irgendwie für dich logisch in Frage kommen oder denkst, da würde ich auch gern angreifen, eh quasi überall ein Ratespiel ist, dann nimmst du einfach den, der da terminlich am besten passt. Ja, aber du kannst bei den meisten schon hinraten, weil wenn ich jetzt das sage, ich nehme jetzt da den, nehmen wir mal jetzt den Julian Alps her, wenn ich dort 700 Punkte laufen hätte wollen, hätte ich knapp unter 14 Stunden bleiben müssen. Und das war jetzt dabei 108 Kilometer, glaube ich, war die Strecke lang. 105 Kilometer lang mit 4100 Höhenmeter. Wenn du jetzt das ungefähr hernimmst, dann kannst du sagen, okay, 10 Stunden bei 100 Kilometer plus 4000 Höhenmeter, 14 Stunden wirst ungefähr dort sein. Das heißt, bei dem Rennen würde sich das schon ausgehen. Beim CCC, glaube ich, sind die 700 Punkte bei 16 Stunden oder ein bisschen drunter. Der CCC ist einer, der relativ gut kalkulierbar ist, weil er halt fast immer die gleiche Strecken ist. Ja, sich nur marginal ändert, wo es dann halt vielleicht mal ein paar Minuten geht, aber jetzt nicht genau. Stundenmäßig hin und her schiebt. Genau. Aber das ist natürlich schwierig, ja, reinzukommen, das ist schon klar. Genau, aber die Zielzeit letztes Jahr, oder dieses Jahr jetzt da beim Julian Alps, hätte es schon gesagt, dass ich auf die 700 Punkte losgegangen wäre. Weil die Platzierung kannst du ja sowieso vorher. Ich hatte das mit der Bestzeit im Kopf. Ich dachte nur, mich erinnern zu können, dass das an der Bestzeit des Ersten sich irgendwie so orientiert. Aber da hast du ja eh aufgeklärt, dass das nicht so ist. Genau. Und in Innsbruck war ich relativ knapp dran, das war eine halbe Stunde, war es um. Ja, aber das haben wir eh schon besprochen. Ich glaube, dass dir das, dass du da noch viel besser werden kannst, wenn du da wirklich noch bessere Routine reinbekommst, an die Kleinigkeiten optimierst, die du eh schon mehrere Mal dargelegt hast. Dann glaube ich, dass da noch wirklich viel drinnen ist. Es wäre eh fast ein bisschen unheimlich, wenn du schon beim ersten Mal so einen fehlerfreien Knaller auf den Waldboden brennst. Von daher, und du bist eh ein Tüftler und ich glaube, das taugt eh, dass du da noch die letzten Sekunden irgendwo rausquetschen kannst und die Minuten und analysierst und tust und das ist, sonst hättest du ja nichts mehr zum tun, Peter. Oh ja, wie tragisch wäre das denn? Aber was ich auch, glaube ich, jetzt noch gar nicht so wirklich besprochen haben, ist, dass auch der Trainer mit dir ins neue Jahr geht und auch 2023 dich über den Biesenberg jagt wie ein Blöder. Das ist wohl wahr. Mit dem werden wir auch nochmal gemeinsam ein bisschen drüber quatschen, wie er jetzt da das Training bei mir anlegt und wie er das Training bei dir anlegt, weil bei dir ist es bei dir war es immer konstant auf dieses Saison-Highlight, hingetrimmt und plötzlich hast du ja nicht nur kein
konkretes Ziel mehr vor Augen, sondern er halt damit auch nicht, weil du bist momentan durch krank und gesund und geht jetzt ein bisschen, geht nicht. Du bist ja so, in Trainersicht ein bisschen ein Moving Target. Richtig, richtig. Oder nicht Moving Target. Ja, wir müssen sehen. Aber eins, das vielleicht... Rolling Thunder. Rolling Thunder. Ja. Wenn es zu weiter ist und nicht du laufst, dann wirst du irgendwann Rolling Thunder. Ja, das ist sicher eine ganz andere Herausforderung bei mir als ich sage mal, vielleicht auch eine für Otto Normalzuhörer eine etwas nahbarere Aufgabe als jetzt bei dir, weil du hast viel Zeit, du bist sehr ambitioniert. Das sind ja jetzt vielleicht nicht die Masse der Zuhörer. Außer wir haben Triathleten, weil die investieren auch viel Zeit. Ja, aber bitte, nein. Also können es gleich bitte Podcast abdrehen, Abonnement beenden. Das war ein Spaß. Auch Triathleten zu hören. Bitte beenden nicht den Podcast. Bleibt uns gewogen und kommt auf die gute Seite. Richtig. Ja, wir wollen euch ja nur bekehren. Wir sind quasi, hallo, guten Tag. Dürfen wir mit Ihnen über den Trail God reden? Wir haben auch ein schönes Buch, Rise of the Ultra Runner, für Sie mitbekommen. Hier lernen Sie alles, was schlecht am Triathlon und gut am Traillaufen ist. Mhm. Richtig? Ja, ich wär ein toller Zeuge Jehovas. Du bist der beste Zeuge Jehovas. Ich habe es da gerade nachgeschaut. Der CCC ist einer der undankbarsten Läufe, wenn du punktemäßig gut unterwegs sein wirst. Weil der CCC ist jetzt da 100 Kilometer lang ungefähr, oder ja. 100 ein bisschen, 6000 Höhenmeter und gibt brutal schlechte Punkte. Also wenn du den CCC auf 700 Punkte Niveau laufen willst, dann musst du in 13 Stunden 30 durch sein. Du bist in die Top 65. Das ist ambitioniert, würde ich mal sagen. Das schaue ich ja mal, ob du das auf den Waldboden knallst. Ich glaube, bei der Geschwindigkeit knalle ich auf den Waldboden maximal. Kotzend und röchelnd. Aber ich glaub, weil du auch den Trainer angetießt hast, das wäre, glaube ich, wirklich mal ein guter Grund, sich wieder mal den Trainer vors Mikrofon zu knallen. Ja. Einfach nochmal das genau mit ihm besprechen, was heißt das trainingstechnisch, was heißt das auch bei dir, quasi den nächsten Schritt zu machen, weil dieses Jahr ihr von einer ganz anderen Ebene wieder arbeiten könnt als noch vor einem Jahr. Ja, den werden wir peinlich genau befragen, werden wir ihn da. Der wird sich so genieren, so peinlich, wenn man fragen. Oh ja. Ich freue mich schon. So ist das und so werden wir quasi uns ins nächste Jahr hinüberwursteln, damit wir dann im nächsten Jahr so richtig durchstarten können und euch auch weiterhin feinsten Premium-Content auf die Ohren liefern. Das Beste, was die deutsche, österreichische Trail-Szene zu bieten hat. Du hier live und in Farbe und bunt. Richtig, à la Bonheur quasi. Wie wir das unter uns Franzosen sagen. Ja? Heute haben wir eine Wuchtel nach der anderen raus. Ja. In Klammer, Wuchteln ist österreichisch für Witz. Richtig. Das ist eine Österreich-Deutsch-Lektionsstunde. Ja. Wir werden da noch zu nicht Fremden führen, sondern, wie heißt das, Integratoren. Ja? Ja, wir bereiten jeden, der jetzt uns hört und sie denkt, im Jänner oder Februar mache ich einen Skiurlaub in Tirol oder so, darauf vor, wie er denn dort mehr oder weniger durch den Tag und durch den Abend kommt. Da fällt mir gerade ein Lied noch ein zum Schluss. Es gab von Texter, der Österreicher, so ein österreichischer Hip-Hop-Band, wie sagt man da, weiß nicht, die Sprachbarriere. Das ist mit einem Hamburger Singer, kennst du das? Texter, Sprachbarriere? Ja, ich kenne Texter, aber kenne das Lied Sprachbarriere nicht. Verlinke das in den Shownotes. Das bringe ich auf so ein österreichisch-deutsch-Ding. Mhm. Österreichisch ist das einzige deutsche Ding, das relevant ist.
Österreichisch das bessere Deutsch. Ja, richtig. Mit dieser erneuten Beleidigung, und jetzt haben wir dann so gut wie alle unsere Tore in irgendeiner Weise verkrault, glaube ich, reicht es dann auch, weil ab nächstes Jahr hört sowieso keiner mehr. Ja, aber kraulen ist toll. Ich meine nicht den Schwimmstil. Das war doch ganz. Hui, 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 das war aber dünnes Eis. Ganz, ganz knapp, Peter. Ganz, ganz knapp. Ja, sonst habe ich tatsächlich nichts mehr. Ich muss sagen, es freut mich sehr, dass ihr uns so zahlreich genossen habt im letzten Jahr, weil wir waren uns tatsächlich nicht sicher, ob diese Verdoppelung der Recordings nicht ein bisschen zu viel des Contents ist. Aber was wir so an Rückmeldungen bekommen haben, war das eigentlich ganz geil. Und es haben sich alle gefreut. Und es freut uns umso mehr. Deswegen werden wir das natürlich auch im neuen Jahr beibehalten. Wir hoffen, ihr seid dabei. Es macht uns noch immer genauso viel Spaß wie vor einem Jahr, wo wir alle 2 Wochen waren. Und es war auch nämlich die Frage, ob wir das vom Zeitaufwand her stemmen, aber wir haben einen ganz guten Modus operandi gefunden und für euch machen wir das natürlich richtig gerne. Double Time, Double Fun. Ja, ja. Wir sind Double Dragon. Bevor wir weiter im Kreis drin, nur Plätze reden. Richtig. Peter. Es hat wieder mal Spaß gemacht, auch eine Folge mit dir zu machen. Es war sehr schön. Es war ein schönes Jahr. Muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen. Sehr schön. Ich vermisse mich auch manchmal. Es war ein schönes Jahr. Das brauche ich. Das ist auch schon wirklich. Genau. Bis denn. Servus. Tschüss.